Du siehst mich. Das sagt eine Frau, die eine katastrophale Zeit erlebt. Die gedemütigte Frau läuft bezeichnenderweise in die Wüste. Dort ist nichts. Und dieses Nichts wird zum Ort der Gottesbegegnung. Gott ist einer, der hinsieht, voller Fürsorge, Zuwendung und Liebe. Sie erkennt das und gibt Gott den Namen. Du bist ein Gott, der mich sieht. 1. Mose 16, Vers 13. Die Perspektive aus den Augen dieser Frau geht mir nahe. Sie steht für alle diejenigen, die nicht mehr weiter wissen im Leben, die an ihre Grenzen gestoßen sind oder sich um einen Menschen sorgen. Gott interessiert sich für deine Beweggründe, für den Lauf deines Lebens, wie bei der Frau. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Menschen, die Gott nicht kennen, behaupten über Gott, er sieht nicht, wie es uns gehen wird. Als ich mit Leistungssport begann, spürte ich, wie schön es ist, gesehen zu werden. Das macht gleichzeitig gewaltigen Stress, weil wir werden nicht immer erfolgreich sein. Wir werden nicht immer gewinnen. Und das gute Gefühl nach einem Sieg am Wochenende hält an bis zum Mittwoch. Gott ist der Einzige, der diese Frau sieht. Und ich spreche dir zu, Gott sieht dich, wenn es dir gut geht und wenn es dir nicht gut geht. In Einsamkeit, in Erniedrigung und in Niederlagen. Wie sehr wünschen sich Spieler durch Trainer oder Talentsichter gesehen zu werden? Menschen sehnen sich danach, gesehen und wahrgenommen zu werden. Und was tun wir nicht alles, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Wir sind das Selfie-Zeitalter und posten Videos. Video ist lateinisch und heißt ich sehe. Die Botschaft ist genau umgekehrt. Ich möchte gerne gesehen werden. Ich wünsche mir Aufmerksamkeit. Unser Gott ist ein ganz besonderer Talentsichter. Er liebt es zu sehen, wie du die Talente einsetzt, die er dir geschenkt hat. Und zwar unabhängig von deiner Leistung. Er hat dich individuell mit deinen Talenten geschaffen. Er schaut dich an und sagt, sehr gut geschaffen. So lesen wir es schon ganz am Anfang in der Bibel. Echten Selbstwert und Identität bekommen wir bei Gott. Wir sind Königskinder. Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind, sondern wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. So sagt es schon Helmut Thielicke. Und es reicht, dass Gott uns liebt und wir um diese Annahme bei ihm wissen. Wirkliches Leben ist Begegnung und Beziehung. Und Gott sieht diese Frau hilflos umherirren und tritt mit ihr in Beziehung. Er redet mit ihr, er sieht sie an und er sieht, was in ihrem Herzen vor sich geht. Menschen beurteilen, was sie sehen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Menschen im Sport werden für ihre Leistung gesehen. Dieses Sehen ist nicht genug. Ich ermutige dich, dass du einen Unterschied machst. Sieh das Herz an, anstelle von Äußerlichkeiten. So kannst du andere und dich selbst annehmen und ansehen, wie Gott dich sieht. Ich bete, dass du heute und in 2023 in Liebe erlebst und es selbst aussprechen kannst. Gott sieht mich.